Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet. Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denkt daran, unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Und jetzt raus da und erledigt die Träger. Als wäre der Einsatz nicht schon schwer genug. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Vamos, Jackson. Die Reparaturen wurden heute Morgen fertig. Sie wartet auf dem Flugdeck auf uns. Sie hat einen Namen. Du hast sie getauft. Unsere Maschine. Und nichts gesagt? Du hast nicht gefragt. Ob die Aufklärung mit der Flottenposition recht hat? Hoffentlich. Wenn wir das hier schaffen, schreiben wir Geschichte. Klar, aber ich will heute noch nicht Geschichte sein. Also tu uns den Gefallen und verzichte auf deine irren Stunts. Stunts? Autsch, Kumpel. Deko, fragst du dich nie, warum du noch nicht befördert wurdest? Warum das, Klugscheißer? Weil das hier nicht die Wade Jackson Show ist, Amigo. Es ist Krieg. Wir wollen alle nur gewinnen und heimkehren. Also bring mir einfach nur die Zeros vom Hals und ich bring uns heim. Hey, haltet den Aufzug an! Ich helfe dir, Jackson. Bring uns hoch! Wie viele Orden kriegen wir wohl, wenn wir das hier schaffen, Jackson? Kriegen? Sie werden eine nach mir benennen, Miller. Denk daran, dass wir da oben ein Team sind. Bleib diesmal in Formation, sonst nimmt der Sarge dir beide Streifen. Formation hindern mich nur. Den Scheiß muss ich ertragen! Wie herrlich! Ideales Wetter zum Fliegen. Hoffentlich bleibt es so. Es wird Zeit! Manus a la Massa! Unsere Lady wartet! Sehen wollen Sie, dass ich mehr Zeros abknalle als dem Jackson? Komm schon, ermutige ihn nicht noch! Check für Sugar 17. Höre dich laut und deutlich. Intercom funktioniert. Hey, sie führen die Vorflugkontrolle durch. Was ist mit den Höhenrudern hinten? Höhenruder okay. Okay, Jackson, prüf die Querruder. Rechter Flügel okay. Gut, jetzt das linke Querruder. Linker Flügel okay. Gut, dreh den Motor hoch. Pass auf, dass er keine Aussetzer hat. Er schnurrt! Ah, klingt gut, das reicht, Jack. Sugar 17 hier, Flugkontrolle, Freigabe zum Start. Okay, jetzt bringen Sie nach oben. Bereit, Hernandez? So bereit, wie man mit dir nur sein kann. Okay, alles klar. Volle Kraft. Lass die Bremsen los. Keine Kunststückchen. Spielverderber! Soll auch kein Spiel sein, Verderber.
Also, verrätst du mir irgendwann ihren Namen? Welchen? Von der Maschine, dem Flugzeug. Das hast du noch nicht losgelassen? Worüber möchtest du denn reden? Ha! Schön, behalt deine Geheimnisse. Wer hat da die Formation verlassen? Da stimmt was nicht. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Verdammte Zeros aus dem Nichts! Sie jagen unsere Torpedobomber. Die Jäger sind noch nicht hier. S-17, hol sie dir. Bin dabei. Passt du hinten auf, Hernandez? Dann geh es bereit. Haltet sie von unseren Bombern fern. Thank you.
Hubschrauber sind unten. Wir werden abgeknallt, wir müssen drauf. Frau Kiesdorfer antwortet nicht. Für den zweiten Sturzflug. Die sind direkt hinter uns. Oh Scheiße. Jungs, die schießen immer noch auf uns. Schnell jetzt. Fast außer Reichweite. Sind wir sie los? Ich sehe sie nicht. Du hast ganz schön was abbekommen. Alles gut? Geht schon! Zero ist im Anflug. Direkt vor uns. Schaltet sie aus. Formation halten! Wir müssen durchbrechen! Wir müssen den zweiten Träger kriegen. Wir haben noch Bomben. S-18 hat Bomben. S-17 hat noch eine. Sonst noch mehr? Okay. S-17 und 18, es liegt bei euch. Hinter uns formieren und Bomben abwerfen. Das knapp nur mit Ach und Krach, oder? Ja, ziemlich knapp. An alle. Den Beschuss von S-17 ablenken. Hä? Höhenmesser im Arsch. Dann halte dich da hinten lieber fest. Es liegt bei dir! Stabil halten! Noch ein paar hundert! Noch ein bisschen! Was? Jetzt weg!
Er ist einer der großartigsten Piloten in diesem Krieg. Aber er brauchte ein Team. Das Problem war, er musste es sich eingestehen. Nimm deine Hände von mir! Hi, Leute. Umsorgt mich nicht alle auf einmal. Mir geht's gut. Ist das nicht ein nettes, kleines Wiedersehen? Du hast gelogen. Wir dachten, er wäre tot. Also verpiss dich. Wirklich? Nein! Nicht! Du Bastard! Lüg mich nicht wieder an. Was tun Sie da? Weg von mir! Nehmen Sie die Hände weg! Na, Friesinger, das ist Hochverrat! Hochverrat auf oberster Ebene! Friesinger! Na, das hier ist noch nicht zu Ende! Nehmen Sie die Hände weg! Friesinger! Was ist hier los? Hitler ist tot. Was? Wie? Waren es die Alliierten? Berichten zufolge nahm er sich das Leben. Aber ohne den Führer sind wir verloren. Wohl kaum. Haben Sie neue Informationen für mich? Sie hatten recht. Der Amerikaner war der Sechste. Aber ich glaube, ich habe Sie gebrochen. Es schmerzt mich, wie Sie das Vaterland schänden. Diese dreckigen Russen. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wenn das Reich bestehen soll, brauche ich sicheres Geleit nach Tempelhof. Ich habe auf Sie gezählt, Richter. Aber Sie sind entbehrlich. Nein, 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 bitte, nein! Ich besorge, was Sie brauchen. Das schwöre ich. Die Zeit ist knapp. Ich verstehe. Mein Führer. Richter ist uns auf der Spur. Uns bleibt keine Zeit. Ich habe versucht, ein Flugzeug zu klauen, aber es hat nicht geklappt. Und bis ich hier war, wart ihr schon eingesperrt. Also ich habe eine Bombe von den Russen geborgt und mich gestellt. Wir haben noch vielleicht eine Stunde, bis diese Wand gesprengt wird und wir frei sind. Falls wir so lange leben. Wir sollen ihm trauen? Er ist ein verdammter Pilot. Ein verdammter Star-Pilot, meinst du wohl? Ich denke wie die Lady. Was weißt du schon über Sprengstoff? Ja? Na, fick dich doch. Ich sag euch, warum wir ihm trauen. Hört gut zu. Wade ist mehr als fähig, uns rauszubringen. Das ist belegt. Thank you.
bist du? Ich beende das hier nur. Scheiße, ein Treffer! Wenn Wade in der Luft war, war er das gefährlichste Objekt am Himmel. Doch wenn man zu nah an die Sonne fliegt, verbrennt man sich irgendwann die Flügel. Jetzt scheiße wehtun. Scheiße. Geht's in deinen Deckschädel, dass du nicht einfach so... Hey, hey, Wade. Wade, bleib bei mir. Komm schon, Mann. Nein, Mann. Wach auf. Wach auf. Wade. Heute stirbst du nicht. Heute stirbst du nicht. Ich mach es nicht auf. Rauskriegen, wo wir sind. Ich muss dich erstmal hier lassen. Denk schön an die Yankees. Was? Scheiße, verdammt! Du bist ein Scheiß-Sunny! Gern geschehen, Arschloch. Ich brauch deine Waffe. Hab meine verloren. Nur wegen dir. Was soll ich so lange machen? Du drückst auf deine Wunde. Sollst ja nicht den ganzen Spaß verpassen. Bleib in Deckung, bis ich zurück bin.
Mayday, Mayday! An alle freundlichen Einheiten in Reichweite dieser Übertragung! Lieutenant Wade Jackson fordert sofortige Unterstützung an! Sind Amerikaner auf diesem Scheißfelsen? Verdammt! Thank you.
Matteo! Ich bin auf dem Weg!前までに奴らも観念するさ。こいつら何も喋らん。二人とも殺していくぞ。いや、まだ時間はあるぞ。米兵どもがここに来るまでしばらくかかる。 Sprichst du Japanisch? Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Leit sie los! Luft Betriebsmaschinen macht dritte Klasse Hernandez. Der undankbare ist Lieutenant Jacks. Wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, 93. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast. Wird uns nur aufhalten. Ich höre euch. Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Serge, wir kriegen Besuch. Ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Okay, Leute, das ist nicht das Savoy. Weiter geht's. Kim Hernandez, ihr kommt mit mir. Das steht fest. Hey, ihr seid also die 93. Nie gehört. Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbigen Regiment. Yep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wir heizen den Grill vor. Moment.
Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Wie kommen wir rüber? Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's ihm eine Grütze? Nebenköder? Bist du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Rauch! Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Ist das raus. Heißt, rennt wie der Wind. Jetzt! Alle in Ordnung? Ist noch alles dran. Okay, wir müssen zu den Bäumen. Ab ins Gras und unten bleiben. Wenn ihr durch seid, sammelt euch bei den Bäumen. Ich versuch's. Muss ganz nah sein. Achtet auf die Baumkronen. Da ist er! Da oben auf dem Baum! Los, draufhalten! Da ist er! Da oben auf dem Baum! Teufel, wozu die Seile? Diese verrückten Hunde binden sich an Bäumen fest. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Sie wird von einem ausgehöhlten Hügel aus beschützt. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wait, sei still und mach den Schuss ab. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Booker? Durch Anklopfen. Laut. Hey, spielen wir den Trotteln doch was von Duke Ellington vor. Auf den Kottenklopf steht jeder. Schreib eine Trompete auf, Louis, dann nehme ich dich beim Wort. Schließt auf die Löcher! Tempo, die Technikerin! Die bewegt sich! Mach keine Hose glatt! Das ist noch mehr!
Dieser Scheißort! Lenny hätte es schaffen müssen. Unsere Verpflichtungen gegenüber unserem Land enden erst mit unserem Tod. Das klingt nicht nach Lenny. John Adams. Soll sich John Adams doch Lennys Waffe schnappen und uns helfen? Wir tun, was wir können. Uns am Leben zu lassen würde schon reichen. Mein Bruder kämpft in Europa. Wenn Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert, nun, Hitler ist nichts im Vergleich zu Mama Howard. Ist das der Hügel? Das ist er. Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Kibble, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Howard, du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Du musst den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Jax, auf ein Wort. Ja? Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Und auch gleich wie jetzt. Howard, Jackson, nach links. Der Rest von euch, mir nach. Jackson, hilf mir hier drüben. Wurde auch Zeit, dass du mit anpackst. Nach dir. Für ein Fliegerass. Gott, verdammt! Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell! Schwerer als aussieht. Und auch viel heißer. Perfekt für Vergelt. Also dann. Greif den Bunker an! Der Bunker! Feuer! Los!
Palfrey, mach die Kanone frei! Geht klar, Boss! Schieß das Leuchtsignal! Wollen Sie uns doch stoppen? Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert! Die Einladung ist nicht für Sie. Sie ist für den Rest meiner Männer. Genau nach Plan. Lieutenant, komm und sieh dir das an. Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Na, dem Funkturm. Sturzbomber. Kann hier jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohl zugute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Hinter. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Thank you.
nehmen euch aus dem Hangar. Nehmt das. Gebt uns Deckung beim Positionieren. Sucht uns eine Rollbahn. Wir machen den Rest. Halt euch an! Schiebt! Bewegt eure Beine! Setzt eure Feuerschutz! Flugzeug nähert sich! Benutzt das NG! Schieß weiter, Wade! Ziele verlinkt! Da kommen noch mehr! Wir sind fast da! Veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist.